Was geht, Leute? Hier ist Sebastian aus Melbourne und heute möchte ich euch erzählen, was für mich der Schlüssel zur Weiterentwicklung ist. Der absolute Schlüssel. Ich bezeichne das auch gerne als den blinden Fleck, den wir haben, den alle Menschen haben. Und es geht darum, da Licht ins Dunkel zu bringen, also diesen blinden Fleck zu beleuchten. Und dieser blinde Fleck besteht darin, dass wir ein Selbstbild haben. Also das Bild, das wir selber von uns gemacht haben, wie wir sind, welche Charaktereigenschaften wir haben. Und beeindruckend. Das Bild, das wir selber von uns gemacht haben und das Bild, das andere uns zurückspiegeln. Das heißt, was andere über uns sagen und was andere uns an uns kritisieren oder ja, was andere uns gut finden auch. Diese beiden Bilder stimmen gerne nicht überein. Und diese Lücke dazwischen drin, die ist der blinde Fleck, weil unser Selbstbild nämlich sehr, sehr subjektiv ist und wir einfach nicht uns selber so sehen können, wie andere uns sehen. Also wir können uns selber nicht von außen betrachten und wir sind selber blind für manche Dinge, die wir machen, für Verhaltensweisen, die wir machen, für Dinge, die wir ausstrahlen vor allem, für unsere Ausstrahlung. Das trifft es am besten. Zum Beispiel, nehmen wir zum Beispiel Arroganz oder Überheblichkeit. Ich habe das schon öfter mal erlebt, dass Menschen mir vorgeworfen haben, ich wäre arrogant und überheblich ein bisschen und bin ich immer aus allen Wolken gefallen. Da habe ich gedacht, ich denke doch so gar nicht. Das ist doch gar nicht das, was ich. Also ich denke doch gar nicht, dass ich so viel besser bin als alle anderen. Und wenn man in so eine Situation kommt, dann ist man zurückgeworfen auf den Zweifel sozusagen. Dann ist man zurückgeworfen auf die Frage, ja, bin ich jetzt überheblich? Also stimmt das, was die anderen Leute sagen, oder stimmt das nicht? Und ich finde, da darf man nicht den Fehler machen. Den Fehler machen nämlich ganz, ganz viel, dann zu sagen, ja, das, was die anderen sagen, stimmt nicht. Und das hat was, das ist nämlich die Art und Weise, eine sehr clevere Art und Weise, wie man das dann macht. Dann sagt man ja, okay, das hat dann was mit den anderen zu tun. Es hat mehr was mit den anderen zu tun als mit einem selber. Das heißt, wenn andere Leute mit Arroganz ein Problem haben, generell und auch schlechte Erfahrungen gemacht haben in ihrer Vergangenheit, das ist dann der Grund, warum sie das in mir sehen. Das stimmt, das ist richtig, aber es ist nicht umsonst du, der das dann trifft. Das heißt, es ist immer eine beidseitige Geschichte. Ich finde, man darf nicht den Fehler machen, das nur auf die anderen zu schieben und sich nicht selber damit zu beschäftigen, weil alles, was einem von außen zurückgespiegelt ist, hat man selber ausgelöst. Das heißt, es hat alles seine Richtigkeit und alles seine Berechtigung. Natürlich sollte man dann auch nicht in das Gegenteil umschwenken und dann sich nur noch abhängig machen von anderen Leute Meinung und sein Selbstbild völlig über Bord werfen. Das sage ich auch nicht, aber der Schlüssel zur Weiterentwicklung für mich ist da hinzugucken, da auf diese Lücken zu gucken zwischen dem Selbstbild und dem Bild, das andere von uns haben. Und es tut weh, das muss ich sagen, das tut einfach erstmal weh, aber glaubt mir, ihr werdet belohnt werden dafür, weil das, was man da zurückgespiegelt bekommt, ist meistens ein Schatten von einem selber, den man nicht haben möchte. Das heißt, diese Überheblichkeit oder Arroganz, von der ich gesprochen habe, die habe ich einfach unterdrückt in mir. Das heißt, ich wollte sie nicht sehen und hab sie aus meinem Selbstbild verbannt, unbewusst. Und dann ist sie eben, hat sie sich trotzdem durch die Ausstrahlung strahlt sich immer alles aus und durch die Ausstrahlung ist sie dann zurückgespiegelt worden zu mir und dann dadurch habe ich dann wieder die Gelegenheit, das anzugucken, und ich finde, die Gelegenheit sollte man nutzen, unbedingt nutzen. Das finde ich ganz, ganz wichtig und ich hoffe, ihr konntet verstehen, was ich meine. Dieser blinde Fleck, den wir haben, weil wir eben uns nicht selber von außen betrachten können, ist ganz, 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 ganz wertvoll. Das ist wirklich meine Erfahrung. Aus meiner Erfahrung ist das eine der Schlüssel, um sich weiterzuentwickeln. Ja, ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen und wir sehen uns beim nächsten Video. Peace.